SRF Audio. Komisch, oder? Wenn es ums Verreisen geht, gibt es jede Menge Flugzeugromantik. Patent Ochsner hier oder dann der legendäre Campari Soda von Taxi. Zugromantik begegnet mir eher weniger. Dabei würden viele gern öfter den Zug nehmen, dem Klima zuliebe, aber dann ist es irgendwie doch zu mühsam zum Buchen oder vielleicht auch zu teuer. Knallhart durchgezogen haben es unsere beiden Reporter, die an die Klimakonferenz in Aserbaidschan gereist sind, von Zürich nach Baku auf der Schiene. In dieser News-Plus-Folge erfahrt ihr, ob das mühsam war und ob es wirklich so viel CO2 gespart hat. Mein Ziel ist, dass ihr nachher eine bessere Entscheidungsgrundlage habt, wenn ihr zum Beispiel euren Silvestertrip bucht, auch wenn der nicht nach Baku führt. Eure News-Plus-Reiseleiterin heute ist Isabel Meissen. Und die Reiseleiterin gibt euch zuerst ein bisschen Orientierung. Wir sind in Aserbaidschan. Das ist östlich, also auf der Karte rechts von der Türkei. Im Süden liegt der Iran, im Norden Georgien. In der Hauptstadt Baku leben etwa 2 Millionen Menschen. Das sind ungefähr so viele wie in Hamburg. Auf den Bildern, die ich gegoogelt habe, sieht man eine moderne Skyline. Da sind hell erleuchtete Hochhäuser, ein großer Hafen. Aserbaidschan ist ein Ölland. Und dort läuft jetzt also die Klimakonferenz 2024, die lustigerweise COP29 heißt. Unsere Reporter sind also nach Baku gereist. Ich bin Christian Vomburg und ich schaue jetzt hier zum Fenster raus und jetzt sind wir wirklich in der Ölregion. Jetzt wird der Boden schwarz, man sieht Pumpen draußen auf dem Meer. Wir sind jetzt am Kaspischen Meer, haben wir riesige Ölplattformen gesehen, wir sind im Ölland angekommen. Und ich bin Klaus Ammann und wir sind hier, wie man es wahrscheinlich hört, im Zug unterwegs von Zürich her. Ich versuche möglichst nicht zu fliegen. Wenn ich fliege, dann ist es also meistens an Klimakonferenzen und das haben wir eben dieses Mal versucht zu vermeiden. Klaus und Christian haben die ganze Strecke mit dem Zug gemacht, also von der Schweiz über Österreich, Ungarn, Rumänien, dann über Bulgarien weiter in die Türkei. Dann weiter Richtung Osten nach Georgien und dann wieder ein bisschen runter nach Aserbaidschan. Wegen des Klimas war das, aber auch, weil sie unterwegs viele Aufnahmen für Reportagen gemacht haben. Die Reise war schon ziemlich aufwendig und teils auch ein bisschen abenteuerlich, das hört ihr gleich. Spannend ist auch, dass die beiden am Schluss doch noch fast den Flieger gebraucht hätten für das allerletzte Stück. Ja, am Schluss wären wir sozusagen fast gescheitert, weil die Grenze zwischen Georgien und Aserbaidschan, die ist seit Corona geschlossen, wegen Terrorgefahr angeblich. Wir hätten also eigentlich für die letzte Strecke noch das Flugzeug nehmen müssen. Klaus hat dann einen Antrag gestellt in Aserbaidschan, ob wir die Grenze nicht doch überschreiten dürfen. Und prompt haben wir eine Ausnahmebewilligung gekriegt und sind heute Morgen dann mit dem Taxi dahin gefahren und das ging erstaunlich smooth. Da entdeckt man dann also noch unbekannte Orte. Wahrscheinlich ist das den meisten für eine private Reise dann doch zu abenteuerlich. Aber angekommen sind sie, Christian und Klaus, mittlerweile in Baku in ihrer Wohnung, die sie bis zum Ende der Klimakonferenz mieten. Erwischt für News Plus haben wir sie allerdings noch im Zug. Das werdet ihr auch ab und zu hören, da macht's Dong Dong. Den Komfort auf der Reise fanden sie insgesamt in Ordnung, wenn auch auf jeder Teilstrecke anders. Wir haben alles erlebt, wirklich alles. Also wir haben auf der Strecke nach Bukarest hatten wir noch die alten Schlafwagen, so wie man sie von ganz früher kennt, von der Deutschen Bahn her. Dann zwischendurch hatten wir Wägen, ganz kleine, wo wir mit den Leuten eng in Kontakt kamen, wo jeweils nur 2 Wagen dran hingen. Und jetzt hier bei der Einfahrt in Baku sind wir in einem Zug von Stadler Rail, top modern, dicke, fette Sessel, die man automatisch nach hinten lassen kann. Also wir fahren jetzt im Moment ein wie die Könige hier in Baku. Das mag ich euch gönnen. Wenn ihr so den Komfort der Gesamtreise bewerten müsstet von 1 bis 10, ich habe mir vorgestellt, Mensch, Zürich, Baku, da kommt man ja total eben zerknittert und kaputt an, war aber doch nicht ganz immer so, oder? Insgesamt war die Reise komfortabel, sie dauert einfach
lang, aber wir haben eben sehr viel gesehen und im Zug zu reisen, das ist ja grundsätzlich sehr entspannt. Wir konnten auch viel arbeiten im Zug. Es hat eigentlich praktisch überall hatten wir auch Strom, Handyempfang, so lala, aber es war grundsätzlich eine entspannte Sache. Wobei man schon sagen muss, also ich meine jetzt zum Beispiel im Nachtzug von Bulgarien in die Türkei, da musste man am Morgen um 2 musste man raus, alle mit allem Gepäck, und dann gab es die große Kontrolle, alles wurde geröntgt, man musste warten und nochmal warten in der Kälte und durfte dann wieder einsteigen und weiter schlafen. Also ja, da kann ich mir Komfortableres vorstellen, Klaus. Das stimmt natürlich, ja. Top und Flop, also war beides dabei. Aber mal abgesehen vom Reisen an sich, schon das Buchen von so einer Zugreise kann ja eine Tortur sein. Ich wollte letztes Jahr mal mit dem Zug nach London. Das war so mühsam, das habe ich dann aufgegeben. Und ich bin nicht die Einzige. Das bestätigt die Interessensvertretung der Bahnkundschaft Pro Bahn Schweiz. Vertreter Bastian Bommer hat sich im Mai bei 10 vor 10 geäußert. Es muss mehrmals umgestiegen werden, in Paris sogar der Bahnhof gewechselt werden per U-Bahn, und auch das Ticketing ist sehr kompliziert. Gut, andere Städte sind einfacher mit dem Zug. Paris zum Beispiel finde ich easy. Und in der Schweiz machen sich schon viele Leute Sorgen ums Klima. 67% der Bevölkerung finden, der Klimawandel sei ein ernsthaftes Problem. Die SRG hat gerade eine repräsentative Umfrage machen lassen. Umgekehrt heißt das aber auch, rund ein Drittel sieht nicht sofortigen Handlungsbedarf. Und diese Straßenumfrage von 10 vor 10 vom Mai zeigt, dass sich viele tatsächlich schwer tun mit dem weniger Fliegen. Man denkt immer nicht so, man will schnell wie möglich nach dort fliegen und dann Zeit sparen und alles, aber wegen der Umwelt, ja, richtig. Zug, nein, machen wir nicht. Warum nicht? Ich bin jetzt so der ÖV-Typ. Gut, manche sehen sich offenbar einfach nicht so als ÖV-Typen, anderen ist es wohl schlicht zu teuer mit dem Zug oder zu mühsam. Unsere Reporter Klaus Ammann und Christian von Burg hatten dafür Arbeitszeit, das hilft natürlich, weil der Buchungsvorgang an sich, der war offenbar schon anspruchsvoll. Genau, ja, das ist tatsächlich ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Also normale Reisebüros, sage ich mal, die machen das gar nicht. Es gibt da Spezialisierte dafür, wir haben es aber selbst versucht. Und da muss man sich dann halt in jedem Land wieder mit der entsprechenden Bahn schlau machen. Und die sind halt ganz unterschiedlich modern auch. Gewisse, da kann man die Tickets online im Voraus kaufen, kein Problem. Aber beispielsweise Bulgarien, da der Nachtzug, den wir nehmen wollten vom Süden von Bulgarien nach Istanbul, da konnten wir die Tickets nur vor Ort, also im Land, kaufen. Und weil wir eben verhindern wollten, dass wir da dann ankommen und es gibt kein Ticket mehr für unseren Zug, weil wir ja nicht übrige Zeit hatten, da mussten wir dann einen Agenten anstellen, der uns das Ticket im Voraus gekauft hat und es uns ins Hotel nach Bukarest in Rumänien gebracht hat. Hat aber perfekt geklappt. Das kann man natürlich machen. Für eine Privatreise wäre das wahrscheinlich etwas mühsam, wenn man da noch einen Agenten oder eine Agentin buchen muss irgendwo und so einen Aufwand betreiben muss, oder? Es hat einen großen Wert, der schwer zu beziffern ist, wenn man so mit der Bahn reist. Man sieht zum Fenster hinaus, wie wir jetzt eben kurz vor Baku, wie es da aussieht. Man merkt, man spürt die Distanzen natürlich ganz anders, als wenn man fliegt. Und eben, wir sind an so spannenden Orten vorbeigekommen. Wir haben oft gedacht, das ist schade, dass wir da arbeiten müssen. Wäre super, wenn wir ein bisschen länger bleiben und uns auch noch andere Dinge anschauen könnten. Ja. So ist es, wir hatten wirklich viele schöne Begegnungen. Und ich glaube, wenn man so reist, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist wohl der Punkt. Oder ideal wäre jetzt, wenn man diese Reise als touristische Reise machen würde, wenn man einfach an einzelnen Orten länger bleibt. 2-3 Tage Bukarest und dann wieder weiter, 2-3 Tage Istanbul. Und so würde das eine sehr schöne und auch angenehmere Reise, als wir sie jetzt gemacht haben. Topmoderne Züge und viel Zeit zum aus dem Fenster schauen. Ja, das kann eine Reise natürlich auch bereichern, wenn man es gepackt hat mit der Buchung. Klaus hat es gesagt, es gibt mittlerweile Apps und Plattformen, die einem diese Arbeit abnehmen. Teils kostet das etwas, dafür spart man im besten Fall Zeit und Nerven. Das lohne sich, sagen all jene, die fürs Klima möglichst wenig fliegen, weil Fliegen schon CO2-intensiv ist. Aber hier kommt die entscheidende Frage, wie viel CO2 haben Christian und Klaus denn jetzt gespart auf der Strecke Zürich-Baku mit dem Zug?
Ja, also das muss man sagen, war ein bisschen ernüchternd. Wir haben uns das extra berechnen lassen von der Stiftung My Climate, unsere konkrete Reise. Und die sind also zum Schluss gekommen, dass wir knapp halb so viel CO2 ausstoßen mit dieser Reise, wie wir eben mit einem entsprechenden Flug ausstoßen würden. Also 339 Kilo anstatt fast 800. Das hat uns dann doch ein bisschen überrascht, aber es gibt natürlich Gründe. Ja, die Gründe, wenn man das ein bisschen anschaut, ist natürlich, dass der Strommix eine riesige Rolle spielt. Und während dann bei uns Wasserkraft vor allem da ist, um Strom zu machen, wird hier im Osten größtenteils mit Kohlestrom gemacht. Und das verursacht natürlich relativ viel CO2. Wir waren in Bulgarien zum Beispiel auch regelmäßig in Dieselzügen unterwegs und das macht die CO2-Bilanz natürlich deutlich schlechter. Also Zürich-Baku ist nicht das beste Beispiel, wenn es darum geht, wie man mit Zugfahren CO2 sparen kann. Aber ich nehme mal an, dass die wenigsten von euch einen Silvestertrip oder eine Osterreise nach Baku planen. Gängiger sind da Barcelona, Stockholm vielleicht, Rom oder Wien. Die ETH Zürich hat ausgerechnet, was man mit Zugfahren auf diesen typischen Ferienstrecken an CO2 sparen kann. Eine der Mitautorinnen hatten wir heute am Telefon. Sie ist News Plus-Hörerin übrigens, hat uns sehr gefreut. Herzliche Grüße an Sie, Susanne Görlinger von der ETH, und danke für die Zahlen. Zürich-Wien, knapp 4 Stunden mit dem Flieger, einchecken, Weg zum Hotel und so alles dabei, 8 Stunden mit dem Zug, fast 4-mal weniger CO2. Etwa die gleiche Ersparnis gibt es bei Barcelona. Gut 4 Stunden Flugreise, 11 Stunden Zug. Wer nach Stockholm fährt in den Norden, braucht mit dem Zug satte 22,5 Stunden. Der Flieger ist in insgesamt 4 Stunden 40 da. 3,5 mehr CO2 verbraucht man damit in der Luft. Also ich bin nicht die Beste im Rechnen, aber ich habe es mir jetzt so zurechtgelegt, bei einer Städtereise mit dem Zug kann ich bis zu 75% CO2 einsparen. Im Fall von Wien laut ETH etwa 100 Tonnen pro Weg. In meinem Fall wäre das mal 4. Ich habe eine Familie dabei. Aber so als Einzelperson fragt man sich schon, was das bringt. Ja, ich würde sagen, natürlich, je mehr das machen, umso besser. Und wenn es alle machen würden, so konsequent wie möglich, dann hätten wir ein deutlich kleineres CO2-Problem. Aber die Frage ist natürlich, ob man das so wirklich hinkriegt auf der persönlichen Ebene. Und wenn man sich die Realität anschaut, würde ich sagen, eher nein. Klimaschutz von Einzelnen hilft. Klimaschutz im Großen würde vermutlich noch mehr helfen. So deute ich das. Da würde sich der Klimagipfel in Baku ja anbieten, dass die Politik sich dort überlegt, wie sie klimafreundliches Reisen fördern könnte. Ja, das ist vielleicht eine Ebene höher, oder? Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, im Rahmen der UNO-Klimakonvention geht es darum, dass die Länder sich gegenseitig große Ziele setzen, oder? Im Pariser Klimaabkommen hat man sich das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, wenn möglich auf 1,5 Grad. Und dann hat man sich einfach darauf geeinigt, dass jedes Land alle 5 Jahre sich ein neues Klimaziel setzen soll. Und diese Klimaziele, die sind pro Land, was da drin genau steht, das müssen oder dürfen oder sollen die Länder selbst definieren. Sie sollen einfach sagen, um wie stark sie die CO2-Emissionen insgesamt reduzieren sollen. Und so soll so eine Art Name and Shame entstehen, also dass die Länder sich gegenseitig anspornen zu mehr Klimaschutz, aber Details wie jetzt eben Zugplattformen koordinieren und so, solche Details werden hier nur am Rande vielleicht diskutieren. Während die Politik im Erdölland Aserbaidschan ihren Klimagipfel abhält, buchen viele Privatmenschen gerade Silvesterreisen oder denken eben vielleicht schon an Ostern. Dabei entscheidet jeder und jede Einzelne, ob sie oder er fliegen möchte oder ein anderes Verkehrsmittel nehmen. Wer die Berechnungen der ETH sich anschauen möchte, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Okay, in Baku an der Klimakonferenz drücken also andere Themen wie das Fliegen. Klaus Ammann aus der Wirtschaftsredaktion und Christian von Burg aus der Wissenschaftsredaktion sammeln in Baku jetzt Material, berichten, ordnen ein. Eine ihrer Reportagen von unterwegs könnt ihr schon heute hören in der Radiosendung Echo der Zeit. Da geht es um ein Schweizer CO2-Projekt in Georgien, das nicht ganz so läuft, wie es sollte. Und danach kommen unsere Reporter heim. Ihr fliegt ja zurück. Wenn ich jetzt euch das Angebot machen würde, ich wäre eure Chefin und würde sagen, ihr könnt, wenn ihr möchtet, auf Arbeitszeit mit dem Zug zurück, würdet ihr es machen?
Ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich darauf eingestellt, meine Tochter hat Geburtstag, sobald ich nach Hause komme, und den will ich nicht verpassen. Nach 3 Wochen will ich sie wieder sehen. Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Also wenn ich alleinstehend wäre, würde ich das, glaube ich, gerne nochmals machen. Aber ja, es gibt auch andere Verpflichtungen und das ist dann schon sehr bequem, wenn man in ein paar Stunden zu Hause sein werden. Einen letzten Satz habe ich noch. Nein, es sind eigentlich 2. Erstens, wenn ihr eure Zugreiseerfahrungen mit uns teilen würdet, würden wir uns sehr freuen. 076 320 1037 oder newsplus@srf.ch. Und zweitens, wenn euch die Folge heute gefallen hat, schenkt uns doch ein Like. Merci vielmals. Die Crew heute bestand aus Tim Eckimann, Lukas Siegfried und mir, Isabel Meissen. Bon voyage. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.